Internets.de. Hallo, ich heiße John und ich bin 6 Jahre alt. Und ich bin Emily. Ich bin 7 Jahre alt. Wir leben in Afrika. Und wir wollen euch die Wildnis von Kenia zeigen. Komm mit! Hey, John. Immer willst du alles alleine machen. Morgens kochen wir unseren Tee selbst, weil Papa schon früh zur Arbeit geht. Er ist Ranger. Pass auf deine Finger auf. Das reicht. Unseren Tee kochen wir mit viel Milch. Nimm mehr Tee. Like this. Das ist doch genug. Lass mich. Das wird sonst bitter. Du weißt gar nicht, wie das geht. Und Zucker muss auch noch rein. Und wo willst du damit jetzt hin? In die Thermosflasche. Pass doch auf. Du verschüttest alles. Wackle nicht so. Du bist schuld, dass ich gekleckert habe. Und meiner? Endlich, er ist fertig. Lecker. Und schon leer. Komm schon, John. Lass uns Zähne putzen. Wir wollen doch los. Unser Badezimmer ist vor der Haustür. Wir wollen zu den Elefanten gehen. Aber Papa hat erst am Nachmittag Zeit. Deshalb ziehen wir erstmal alleine los. Neben den Elefanten gibt es auch noch andere Dickhäuter in dieser Gegend. Sie leben hier am Fluss. Um sie zu finden, müssen wir auf die andere Seite vom Fluss. Mir wird schon ganz schwindelig. Könnt ihr euch vorstellen, welche Tiere wir suchen? Man hört sie schon. Flusspferde. Hier an dieser Stelle sind keine in der Nähe. Deshalb können wir nah ans Wasser. Vor Flusspferden muss man nämlich gut aufpassen. Sie können gefährlich werden. Aber wo sind jetzt die Flusspferde? Schau mal, was da vorne liegt. Das war mal ein Flusspferd, aber jetzt ist nur noch der Schädel da. Was die für große Zähne haben. Und die hier unten sind wie Stoßzähne. Flusspferde können Menschen schwer verletzen. Sie werden schnell wütend. Das Maul ist so groß, da passe ich ganz rein. Komm, wir setzen den Schädel wieder zusammen. Ups. Flusspferde kommen nur nachts aus dem Wasser, um Gras zu fressen. Tagsüber schlafen sie im Fluss. Ah, da ist eins. Flusspferde können gar nicht schwimmen, obwohl sie den ganzen Tag im Wasser sind. Der Fluss ist nicht tief. Sie können darin stehen und laufen. Aus dem Wasser kommen sie erst am späten Nachmittag. Aber guck, da drüben, da läuft schon eins.
Wir gehen besser weiter. Papa wartet schon. Guck mal, die Elefanten können nicht weit sein. Hier sind Elefantenhaufen. Das ist ja ein super Hocker. Die nehmen wir mit. Dann haben wir Stühle zu Hause. Naja, lange halten die ja nicht. Da ist noch ganz viel Gras drin. Elefanten verdauen nicht gut. Deshalb müssen sie so viel fressen. Und das stinkt überhaupt nicht. Hier, riech mal. Die Elefanten sind für uns die schönsten Tiere im Reservat. Sie sind häufig in Herden unterwegs. Man kann ihnen so schön beim Fressen zusehen. Papa ist gekommen. Nur mit ihm dürfen wir so nah an die Elefanten. Vor allem, wenn sie Junge haben, können sie schnell angreifen. Sieh mal da, der junge Bulle will zeigen, wie stark er ist. Leider sind Elefanten bedroht. Wilderer jagen sie wegen ihrer Stoßzähne. Aber hier im Park können sie in Frieden leben. Schau mal, wie die Babys spielen. Der Tag geht richtig schön zu Ende. Mit Papa bei den Elefanten. Macht's gut, ihr Lieben!